Dieses Lied war bereits eine richtig gute Überleitung zur Predigt. Du machst mich lebendig, du gibst mir Kraft, meine Kraft nimmt zu. Darum soll es ja auch gehen heute in der Botschaft. Mit Jesus Leben gibt Kraft. So heißt der Titel und der Untertitel: Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Mir sagte jemand vor einiger Zeit, nun bin ich schon seit einiger Zeit Christ, aber irgendwie fühle ich mich so schwach. Mir fehlt die Kraft. Und ich muss sagen, als ich das so hörte, habe ich gedacht, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. So geht es mir auch oft. In der Bibel, da gibt es so großartige Zusagen, Verheißungen, dass Gott uns beschenken möchte mit Kraft. Und da möchte ich einige von lesen. Gleich in den Anfang möchte ich drei Bibelverse stellen. Einmal aus Jesaja Kapitel 40, Vers 29. Dort steht: Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Gerade dann, wenn wir schwach uns fühlen, wenn wir kraftlos sind, uns unvermögend fühlen, genau dann will Gott eingreifen. Genau dann will er uns mit Kraft beschenken. Die zweite Stelle ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort steht: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Hier sehen wir also etwas genauer, woher kommt die Kraft? Und es wird uns gesagt, es ist die Kraft des Heiligen Geistes, der auf uns kommt. Und dann Epheser Kapitel 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Hier sehen wir, dass wir den Heiligen Geist sowohl empfangen haben müssen, und das geschieht ja auch in der Bekehrung, in der Wiedergeburt. Aber hier steht noch mehr. Wir sollen voll Geistes werden, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das ist das Geheimnis für ein siegreiches Leben. Ich habe ein Beispiel mitgebracht von jemandem, der das erlebt hat. Und der Name, der ist ja hier sehr bekannt. Das Beispiel stammt aus dieser kleinen Verteilschrift, Das ausgetauschte Leben. Eine Erfahrung, die James Hudson Taylor gemacht hat. Missionar in China, Gründer der China-Inland-Mission. Und auf ihn geht ja auch die Liebenzeller-Mission zurück. Viele Projekte sind durch ihn entstanden. Durch ihn sind viele Missionare aufs Missionsfeld gegangen, viele sind zum Glauben gekommen, jemand, den Gott in einer ganz besonderen Weise gesegnet hat. Und aus seiner Erfahrung möchte ich euch gern etwas vorlesen. Es heißt dort: Als junger Mann hatte Hudson Taylor den Herrn Jesus als seinen persönlichen Heiland angenommen und war dann sehr bald auf das Missionsfeld nach China gerufen worden. Dort hatte er 15 Jahre lang eifrig und mit Erfolg gearbeitet, ehe er das, in Anführungszeichen, ausgetauschte Leben an sich erfuhr. Im Alter von 37 Jahren schüttete er seiner Mutter in einem langen Brief sein Herz aus. Er schrieb: Meine Stellung hier wird allmählich immer verantwortungsvoller und ich brauche, um ihr gewachsen zu sein, immer mehr besondere Gnade. Aber ich bin dauernd traurig darüber, dass ich meinem herrlichen Meister in so weitem Abstand folge und so langsam lerne, ihm ähnlich zu werden. Ich kann dir gar nicht sagen, wie mich manchmal die Versuchung quält. Bete darum, dass der Herr mich vor der Sünde bewahre, mich ganz heilige und mich mehr in seinem Dienst gebrauchen möge. Ja, was Hudson Taylor daraufhin erlebte, diese Erfahrung, die werde ich dann etwas später nennen,
Aber zwischendurch möchte ich einige Gedanken einschieben zu dem Thema, wer kann ein siegreiches Leben führen? Nun, damit wir ein siegreiches Leben führen können, müssen wir den Heiligen Geist empfangen haben und wir müssen auch mit ihm erfüllt sein. Zum Ersten, der Empfang des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kommt in unser Leben hinein, wenn wir unsere Herzenstür öffnen für Jesus. Und wenn wir Jesus bitten, dass er in unser Leben kommt, in unser Herz einzieht, dann kommt Gott in unser Herz hinein. Er nimmt Wohnung in uns und dann kommt auch der Heilige Geist in uns hinein. Das ist also eine Erfahrung, die hat jeder einmal gemacht, der eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat. Einige Bibelstellen, die dies bestätigen. Römer 8, Vers 9, dort steht: Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Das bedeutet, dass jeder, der zu Jesus gehört, der hat auch den Heiligen Geist. Anders ist das gar nicht möglich. Ohne den Heiligen Geist gehören wir gar nicht zum Leib Christi. Römer 8, Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 1. Korinther 3, Vers 16. Oder wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wisst ihr nicht? Der Apostel schreibt es an die Korinther, damit sie es wissen. Ihr sollt es wissen. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du hast Jesus aufgenommen in dein Leben und jetzt bist du ein Tempel Gottes und der Heilige Geist wohnt in dir. Ich habe hier an dieser Stelle auch ein Beispiel mitgebracht. Ich habe gedacht, ich gebe euch mal einen Einblick in eine Bekehrung, die ich erlebt habe und die für mich ganz besonders beeindruckend war. Ich war damals in Paraguay, hatte dort eine Evangelisation. Und dann klingelte das Telefon an einem Tag und eine Frau meldete sich schon an. Sie wünschte gern ein Gespräch. Gut, nach der Versammlung, als dann Zeit war, dann blieb sie zurück. Wir nahmen uns Zeit zum Gespräch. In ihrem Leben ist vieles schiefgelaufen. Und sie wollte jetzt ganz klare Sache machen mit Jesus und Jesus aufnehmen in ihr Leben. Ich habe ihr alles erklärt, sie hat es verstanden, war einverstanden. Wir haben zusammen gebetet und nachdem wir Amen gesagt haben, hat man schon irgendwie gemerkt, fast wie eine Last von ihr gefallen war. Das ist nicht immer so. Bei manch einem ist eine Bekehrung auch etwas, was mehr so rein verstandesmäßig geschieht, aber bei manch einem ist das auch ein Erlebnis, wo sie richtig das fast förmlich fühlen, wie eine Last von ihnen gefallen ist. Ich habe ihr dann gesagt, bevor wir denn auseinandergingen, ich schlage vor, dass wir noch einmal beten. Sind Sie damit einverstanden? Und jetzt in unserem Gebet wollen wir jetzt einmal keine Bitten sagen, sondern einfach nur danken. Wie wäre es, wenn Sie jetzt Jesus einfach mal danken für das, was Sie erlebt haben, dass Jesus ihnen ihre Sünden vergeben hat, dass sie ein Kind Gottes geworden sind und nun zu ihm gehören, auf dem Weg sind zu ihm in die Herrlichkeit oder so ähnlich habe ich das erklärt. Ja, gern. Und dann haben wir gebetet und sie hat gebetet und es sprudelte nur so aus ihr heraus. Die Dankbarkeit, voller Dankbarkeit. Und ich hatte fast das Gefühl, die will gar nicht mehr aufhören. Sie war so dankbar, so erfüllt. Und das war wirklich ein gewaltiges Ereignis. Also was mich da so beeindruckt hat, das war das Dankgebet. Oh, wie hat das aus ihr herausgesprudelt. Sie hat etwas erlebt mit Gott, wie ja Jesus in ihr Leben gekommen ist und wie Jesus die Lasten abgenommen hat, die sie bedrückt haben.
ja, dann geht das Leben als Christ aber weiter. Und sie schrieb mir dann später in einer E-Mail, die Entscheidung zu Jesus und die Vergebung meiner Sünden ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich habe so ein Verlangen nach Jesus. Es ist einfach wunderbar. Und dann ging die Zeit weiter und dann kam schließlich eine E-Mail mit einer weniger erfreulichen Nachricht. Sie schrieb dann von ihrer Schwägerin, dass sie die Diagnose Leukämie bekommen hat. 27 Jahre alt, hat 2 Kinder im Alter von 5 und 3 Jahren. Und ihr Bruder ist total verzweifelt. Die Schwägerin ist gläubig, sie ist Christ, aber ihr Bruder noch nicht. Jetzt hat sie sich um sie gekümmert. Sie hatte dann die Kinder oft und hat sich um sie gekümmert und hat gebeten, bitte betet dafür. Beten Sie für Sabine und auch für meinen Bruder. Circa 6 Wochen später kam eine E-Mail, da schrieb sie, dass ihre Schwägerin auf dem Weg der Besserung ist und auch ihr Bruder zum Glauben gekommen ist an Jesus. Also das war ja nun eine Freude. Und ich denke auch bei diesem Beispiel, es zeigt uns, unser Leben als Christ geht durch Höhen, durch Tiefen. Wir erleben wunderbare Dinge, wir erleben traurige Dinge. Wir erleben es ja nicht immer, dass Menschen jetzt gesund werden, für die wir beten. Aber hier hat Gott das so geschenkt. Und ich denke gerade, manchmal brauchen auch Neubekehrte solche ermutigenden Erfahrungen, damit sie im Glauben vorwärts gehen. Manchmal schenkt Gott auch so besondere Gefühle oder Erlebnisse, gerade in Zeiten, wo man das besonders braucht, wo man an vielleicht besonders schwierigen Stellen im Leben ist. Ja, wir sollen also den Heiligen Geist empfangen haben. Das geschieht, wenn jemand Jesus aufnimmt in sein Leben. Und dann sollen wir auch mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Jetzt komme ich auf Epheser Kapitel 5 wieder zurück. Dort steht ja, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und wir sehen hier in diesem Vers, dass es unter den Christen eigentlich 2 verschiedene Gruppen geben kann. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und andere, ja, hier heißt es, berauscht euch nicht mit Wein. Die suchen ihre Freude, ihre Erfüllung in anderen Dingen. Luther sagt, sauft euch nicht voll mit Wein. Hoffnung für alle, betrinkt euch nicht. Manch einer erlebt nicht diese Freude im Herrn und sucht dann die Erfüllung in seinem Leben an irgendwelchen anderen Quellen. Ernst Moritz Arndt, ein deutscher Schriftsteller, sagte einmal, nach Vergnügen rennt, wer keine Freude kennt. Diese Ersatzmittel sollten nicht unser Leben ausfüllen. Jesus sollte unser Leben ausfüllen. Die Freude an Jesus und die Erfahrung mit ihm. Jesus sagte einmal, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Wir sollen also geisterfüllte Menschen sein. Der Heilige Geist soll so in uns wirken, dass wir voll des Geistes sind. Hier heißt es, werdet voll Geistes. Und dieser Ausdruck, werdet voll Geistes, ist so geschrieben, dass es eine andauernde Befehlsform ist. Das bedeutet, es ist nicht ein einmaliges Ereignis, sondern es ist etwas, was immer wiederkehrt und immer wieder neu geschieht und geschehen muss. Wir könnten diesen Text darum auch übersetzen, werdet ständig erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir können also nicht sagen, wir haben jetzt Erlebnis gemacht und wir haben den Heiligen Geist in einem Behälter und dort ist er jetzt drin und jetzt habe ich diese Fülle des Geistes für alle Zeit, sondern unser Leben sollte viel mehr verglichen werden können mit einem Fluss, mit einem Kanal, wo es durchfließt. Wir geben es weiter und wir empfangen immer wieder neu. Wir sind an der Quelle angeschlossen und wir werden immer wieder neu
erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das sollte unsere Erfahrung sein, dass wir immer wieder neu uns Kraft holen, immer wieder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Jemand hat einmal gesagt, das Leben des Christen besteht aus einer Serie von Neuanfängen. Dieser Satz hat mir gefallen und ich denke, er ist richtig. So oft verlieren wir die Fülle, das kann ganz leicht passieren. Aber wir können wieder zurückkommen zur Quelle. Wir können wieder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wir können einen neuen Anfang machen oder einen Neubeginn, einen Neustart. Und wieder ganz neu. Ja, Gott möchte uns beschenken. Ich möchte dies verdeutlichen anhand eines anderen Beispieles. In Israel gibt es zwei Seen. Der eine See ist der große See. Also eine See ist der See Genezareth und der empfängt sein Wasser vom Hermon. Da gibt es Quellflüsse, die zusammenfließen in den Jordan und der fließt dann in den See Genezareth. Der See Genezareth hat frisches Wasser, das er empfängt von der Quelle und dort gibt es reiche Vegetation, gesundes Wasser und ja, einfach einen gesunden See. Und dann fließt das Wasser vom See Genezareth weiter durch den Jordan in das Tote Meer. Und das Tote Meer gibt sein Wasser nicht weiter. Es gibt keinen Fluss, der das Wasser weiterführt, sondern dort steht das Wasser und es verdunst. Der Salzgehalt ist sehr hoch in diesem See und darum heißt es auch das Tote Meer. Diese beiden Seen, die können wir als ein Bild gebrauchen für unser Leben als Christ. Unser Leben als Christ sollte vergleichbar sein mit dem See Genezareth. Und ich meine, das ist ein Bild für das Leben in Fülle. Wir sind angeschlossen an der Quelle und empfangen immer wieder neue Kraft und geben es auch weiter. Aber das Tote Meer empfängt, aber gibt nicht weiter. So sollte unser Leben nicht sein. In diesem Bibeltext, in Epheser Kapitel 5, werden uns auch zwei Bedingungen genannt, die wir zu erfüllen haben, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Ich lese jetzt ein Vers weiter, nicht nur Vers 18, sondern auch Vers 19. Wir haben schon gelesen, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und dann Vers 19, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Wenn wir jetzt Vers 19 lesen, der beginnt damit, ihr redet zueinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, dann könnte man meinen, hier beginnt ein neues Thema, über das er spricht. Aber in Wirklichkeit sind diese beiden Sätze miteinander verbunden. Und das wird in der Elberfelder Übersetzung sehr schön deutlich. Dort steht nämlich in Vers 19, indem ihr zueinander redet in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Das heißt, wir werden erfüllt, wir werden voll Geistes, indem wir zueinander reden in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Auch die neue evangelistische Übersetzung gibt das so wieder, dort steht, das geschieht, indem ihr. Von daher sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir Lobgesänge haben, ja, dass wir geistliche Lieder haben, dass wir den Herrn loben. Und das haben wir auch heute schon getan. Hier heißt es in dem Text allerdings, dass wir zueinander reden sollen in geistlichen Liedern. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin nicht so gut im Singen, das kriege ich nicht so gut hin. Ja, wir dürfen auch das Reden, das Weitersagen, aussprechen und den anderen ermutigen mit Psalmen, mit Lobgesängen, mit geistlichen Liedern. Und wenn wir jetzt niemanden haben, mit dem wir darüber reden können, dann heißt es hier, und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Auch in unserem Herzen soll dieses Danklied sein, dieses Loblied, diese Anbetung.
Wenn wir miteinander reden, dann passiert das ja ganz leicht, dass wir tratschen, dass wir nörgeln, dass wir klagen, dass wir klatschen, negativ über andere reden. Und ich denke, wenn wir solche Worte haben, solche Worte aus unserem Mund kommen, dann betrügen wir den Heiligen Geist damit. Er freut sich nicht, er fühlt sich nicht wohl darüber. Und in Epheser 4, Vers 30 heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Wir können den Heiligen Geist betrüben, so soll es nicht sein. Achten wir darauf, was wir reden, dass Lobgesänge, dass gute Worte aus unserem Mund hervorkommen. Ja, das gibt auch viele Christen, die sind da ein ganz besonderes Vorbild. Und ich kann mich erinnern an eine Gastfamilie, wo ich war, am Abend nach der Versammlung. Ich kam zurück und dann das älteste Kind, ich weiß gar nicht mehr genau, so 11 oder 12 Jahre, setzt sich ans Klavier, beginnt zu spielen. Andere kommen dazu, singen mit. Und dann kam der Sonntagmorgen und dann wieder ganz ähnlich. Ne? Wieder Klavierspielen und Gesang in dem Haus. Was ist das für eine schöne Atmosphäre? Also ich habe mich da wohl gefühlt und ich glaube, der Heilige Geist auch. Und ich denke, davon sollte unser Leben gekennzeichnet sein. Achten wir darauf, wie wir reden. Und dann gibt es hier noch eine Aussage. Und zwar heißt es hier, sagt allezeit für alles Dank Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. So oft denken wir an die negativen Seiten und wir wissen immer, das Negative zu reden über andere. Aber denk darüber nach, über die andere Person und danke für die Person. Dank dem Herrn für die wunderbaren Gaben, die Gott dieser Person gegeben hat, für die wunderbaren Worte, die diese Person gesagt hat oder was diese Person getan hat. Warum klagen? Viel besser ist es, zu danken. Dazu werden wir hier aufgefordert. Wenn jemand ein gutes Essen vorbereitet hat, dann ist es ja leicht, auch dafür Danke zu sagen. Das war sehr gut, vielen Dank, du hast gut gekocht, etwas Ähnliches. Wenn das aber mal nicht so gelungen ist. Also ich denke, danken für etwas Gutes, das kann ja jeder, dazu muss man ja gar nicht gläubig sein. Das können andere auch. Ne? Aber gerade wenn etwas nicht geklappt hat, richtig misslungen ist, ja, auch dann dafür danken. Du hast das gut gemacht, du hast dich dafür eingesetzt. Warum nicht? Oder stellen wir uns mal vor, so meinen Gedanken bin ich mal so Situationen durchgegangen beim Vorbereiten. Stelle ich mir mal vor, da ist jemand fährt in Urlaub und hat schönes Wetter und macht gute Erfahrungen und alles ist prima, alles läuft gut. Man kommt zurück und man freut sich, man ist dankbar. Einfach so ein schöner Urlaub. Aber jetzt stell dir vor, in dem Urlaub, du hast dir dein Knie aufgeschlagen, irgendwo hast du dein Portemonnaie verbummelt, dann auf der Rückfahrt gab es vielleicht noch einen Unfall. Also danken für etwas Gutes ist leicht, aber wenn etwas schief läuft, wo bleibt da unser Danken? Und ich denke auch, da unterscheiden wir uns als Christen von anderen, dass wir wissen, Gott weiß alles, Gott hat alles in der Hand. Und sei es Krankheit oder sei es Pandemie oder sei es Krieg, was passiert, Gott entgeht nichts, gar nichts. Alles ist in seiner Hand und unter seiner Kontrolle. Und darum können wir Gott danken für alles. Sagt allezeit für alles Dank dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt möchte ich auf Hudson Taylor wieder zurückkommen. Die Schrift liegt übrigens hinten aus, man kann sich die gern mitnehmen. Ich lese etwas weiter von seiner Erfahrung, die er gemacht hat. Den Weg zur Herzenszufriedenheit und Seelenruhe fand Hudson Taylor durch einen Brief von einem befreundeten Missionar John McCarthy. Und jetzt ein Auszug aus dem Brief. Dass der Wille meines treuen Heilands in mir geschieht, das ist meine Heiligung.
Dafür möchte ich durch seine Gnade leben, in ihm bleiben, nicht selbst kämpfen und sich abmühen, wegsehen auf ihn, sich auf seine lebendige Kraft verlassen, ihm vertrauen, dass er alle Verdorbenheit des Herzens unterdrückt, in der Liebe eines allmächtigen Retters ruhen, in der Freude einer gewissen, völligen Erlösung. Und das waren die Worte, die er las. Der Brief ist noch etwas länger, dies ist so der Kern des Briefes. Die anderen Missionare berichteten später, Mr. Taylor ging als ein neuer Mensch in eine neue Welt hinaus, um zu erzählen, was der Herr an seiner Seele getan hat. An seine Schwester in England schrieb er dann Folgendes: Ich habe noch nie so viel und dabei so verantwortungsvolle und schwierige Arbeit gehabt wie jetzt. Doch die Last und der Druck sind ganz von mir gewichen. Die letzten Wochen sind vielleicht die glücklichsten meines Lebens gewesen und es drängt mich, dir ein wenig davon zu erzählen, was der Herr an meiner Seele getan hat. Ich weiß nicht, ob ich es dir richtig klar machen kann, denn eigentlich ist es ja gar nichts Neues oder Seltsames oder Wunderbares. Und doch, es ist alles neu. Mit anderen Worten, ich war blind und bin nun sehend. Als meine Seelenqual den Höhepunkt erreicht hatte, gebrauchte der Herr einen Satz in einem Brief des teuren McCarthy, bei dem es mir wie Schuppen von den Augen fiel. Der Geist Gottes enthüllte mir die Wahrheit unseres Einsseins in Jesus in einer Weise, wie ich es niemals vorher erkannt hatte. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Wie aber soll der Glaube gestärkt werden? Nicht dadurch, dass wir uns mühen und darum ringen, sondern dadurch, dass wir in dem ruhen, der treu ist. Er hat also verstanden, dass es nicht sein Kämpfen ist, wodurch er den Sieg bekommt, sondern den Sieg bekommt er dadurch, dass er in Jesus ruht, der treu ist. Aber das ist nicht alles. Er zeigte mir, als ich an den Weinstock und die Reben dachte, wie erleuchtete da der Heilige Geist mein Herz. Mir wurde klar, wie völlig verkehrt es gewesen war, dass ich mir immer selbst die Kraft und Fülle aus mir holen wollte. Ich erkannte nicht nur, dass Jesus mich nie verlassen würde, sondern auch, dass ich ein Glied an seinem Leib war, von seinem Fleisch, von seinem Gebein. Jetzt verstehe ich es. Der Weinstock ist nicht nur Wurzel, sondern alles. Wurzel, Stamm, Reben, Ranken, Blätter, Blüten, Frucht. Und nicht nur das ist Jesus. Er ist auch Erde und Sonnenschein, Luft und Regen und 10.000-mal mehr als alles, was wir uns je erträumt und gewünscht haben. Diese Entdeckung, die Hudson Taylor hier gemacht hat, ist ja von der Bibel her im Grunde, wie er seiner Schwester auch schrieb, eigentlich nichts Neues. Aber das wirklich anzunehmen, zu verinnerlichen, in Jesus zu ruhen und dieses zu verstehen, dass Jesus der Weinstock ist, ich bin die Rebe, die Kraft kommt von ihm, nicht aus mir, sondern von Jesus. Das war das Schlüsselerlebnis für Hudson Taylor. Und das wünsche ich auch uns, dass wir das so erleben, dass wir so mit Jesus verbunden sind und in ihm ruhen und diese Kraft erleben und diese Fülle, die aus ihm kommt. Ich möchte gern zum Abschluss noch einmal an die beiden Seen erinnern in Israel. See Genezareth, das Tote Meer. Welches dieser beiden Seen stellt dein Leben dar? Der See Genezareth steht für den siegreichen Christen. Das Tote Meer steht für, so würde ich sagen, den fleischlichen Christen. Welcher der beiden Seen sollte dein Leben darstellen? Was wünschst du dir? Ich kann mir vorstellen, dass
Vielleicht, wenn jemand jetzt versucht, sich einzuordnen bei diesen Seen, vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, keiner dieser beiden Seen passt so richtig zu mir. Vielleicht müssen wir noch eine dritte Gruppe hinzufügen. Und ich habe gedacht, wie kann ich das erklären? Und da kam mir die Idee, diesen See nenne ich den ausgetrockneten See. Der ausgetrocknete See. Vielleicht ist dein Leben auch so, dass du gar nicht angeschlossen bist an die Quelle, an das frische Wasser, das vom Hermon kommt. Und dein See ist leer, ausgetrocknet. Du hast keine Verbindung zur Quelle, zum frischen Wasser. Das bedeutet jetzt im übertragenen Sinne im Bild, du hast keine Beziehung zu Jesus. Und du hast ihn niemals aufgenommen in dein Leben. Vielleicht kennst du Jesus gar nicht. Du hast keine lebendige Beziehung zu Gott. Und Jesus wohnt nicht in deinem Herzen. Und der Heilige Geist wohnt nicht in deinem Herzen. Und darum erlebst du nicht die Kraft. Wenn das deine Situation ist, heute Morgen, dann solltest du heute Morgen eine Entscheidung treffen, dass du Jesus einlädst, in dein Leben zu kommen, ihn aufnimmst, ihn annimmst als deinen Erretter und deinen Herrn. Und dann wird dein Leben reich werden. Es wird beschenkt werden mit dem frischen Wasser vom Hermon. Und wenn dein Leben ein anderes ist wie das Tote Meer, dann solltest du einen Neuanfang machen mit Jesus, dich neu ihm weihen und mit Jesus vorangehen. Und wenn dein Leben vergleichbar ist mit dem See Genezareth, dann würde ich sagen, weiter so. Das wünsche ich uns allen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir so herzlich danken, dass du die Quelle bist oder auch im Bild gesprochen, dass du der Weinstock bist. Wir dürfen die Reben sein an dir, verbunden sein mit dir. Herr, dass dein Leben durch uns hindurchströmt, dass wir es weitergeben dürfen, dass unser Leben Frucht trägt. Herr, und darum bete ich, dass das geschieht in unserem Leben, bei jedem Einzelnen von uns. Herr Jesus, und auch wenn jemand heute Morgen da sein sollte, der diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen hat, nicht verbunden ist mit dir, dann schenk doch, dass derjenige das heute festmacht und eine klare Entscheidung trifft für dich. Amen.